Ich bin auch deswegen hier, weil ich der Meinung bin, dass wir wirklich nur etwas in der Welt bewegen können, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir vereint auf der Weltbühne auftreten. Hallo, mein Name ist Noah Kiemle und ich bin Juniorbotschafter für das deutsch-französische Jugendwerk in Baden-Württemberg. Und ich stehe hier eben in meiner Heimatstadt Ludwigsburg, um das Projekt Deine Rede an Europa zu realisieren. Warum stehe ich gerade in Ludwigsburg? In Ludwigsburg war Charles de Gaulle vor 60 Jahren und hat damals schon seine Rede an die deutsche Jugend gehalten. Wir haben uns gedacht, dass Europa und eben auch die ganze Welt sich in den letzten Jahren massiv verändert hat. Und deshalb ist es wichtig, heutzutage nicht nur eine Rede an die deutsche oder an die französische Jugend, sondern eben eine Rede an die gesamte europäische Jugend zu halten. Und dafür bin ich hier mit 10 GewinnerInnen eines Online-Redewettbewerbs und wir verfassen gemeinsam eine Rede an die europäische Jugend. Diese Rede werden wir dann zusammen bei einem offiziellen Festakt vor wichtigen VertreterInnen aus Politik und Kultur vortragen, aus Frankreich und aus Deutschland und aus ganz Europa und so der europäischen Jugend eine Stimme geben.